Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, da gibt es wieder jede Menge Stahl für uns. Damit wir den hier fertig bauen. Ne, da gehört sicher noch eine Reihe rauf. Einmal hier und den da weg. So, hierhin und hierhin. Das Ventil. Schauen wir, dass wir das zum Laufen bringen. Das hat ja letztens, glaube ich, auch nicht so ganz funktioniert. Aber so viel brauchen wir vielleicht gar nicht. Egal. Wird schon passen. Genau, hat gepasst. Und es ist fertig, alles klar. Die Temperatur steigt. Wasser wird zu Brine, Brine wird zu Liquid Lithium. Liquid Lithium, okay. Dann müssen wir jetzt da die Leitung da anhängen. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 insgesamt. Und wir haben 8, ne, ausgezeichnet. Und das Wasser startet rein zu fließen, dass ich es noch rauskriege. Don't know how to speak. Jetzt hier schon wieder so ein Grafikbug. Gibt's doch nicht. So ist es an. Kann ja nichts tun. Und da bildet sich auch schon Brine ein bisschen. Sehr langsam, aber es geht. Dann ist jetzt die Frage. Brine. Was machen wir mit Brine dann? Nein, da passt schon. So. Das müssen wir weiter verarbeiten. Genau. Electrolytic Separator brauchen wir nochmal, damit das Ding zu Chlor wird und das Sodium, ja, können wir wegschmeißen. Ne? Sodium, Liquid Sodium und Liquid Sodium. Können wir dann in alles Mögliche einfüllen und seinen Freunden zeigen oder so. Und ja, unglücklicherweise nach wie vor keine Verwendung dafür. Was echt blöd ist, weil dann hat man das und ja, braucht halt irgendeinen Vernichter oder so, weil sonst füllt man sich die Tanks damit an. Das will man ja nicht. Gibt's da noch was für uns? Jawohl, Steel Dust. Und wir können scheinbar noch 10 davon machen. Und wir haben noch Eisen. Schauen, wie viel braucht einer oder drei in dem Fall. 200, wenn es 170 sind, dann können wir 10 machen insgesamt. Und so ist es. Ja, haben wir wieder einiges an Stahl. Leider ist es hier nicht wärmer.
Allerdings, da geht's doch darum, um die Umgebungstemperatur. Was ist, wenn wir da rundherum Lava einfüllen? Hilft das dann? Das muss halt mal ausprobieren. Fürchte halt, wir haben keine Lava hier. Aber das wäre schon interessant. Da gehen wir zum Beispiel schnell runter und holen Lava. Das möchte ich jetzt wissen, ob das einen Unterschied macht. Weil das ist ja primär hier von der Hitze abhängig, die Performance von dem. Und es geht schon sehr langsam voran. Deswegen kann man da die Advanced-Version bauen, die halt dann noch Solarpaneele hat. Die wird allerdings dann oben stehen müssen, sonst geht das ja nicht. Und damit kann es dann schneller gehen, weil der erzeugt halt durch die Photovoltaik natürlich Hitze, wandelt das in Hitze um und damit hat man halt mehr Hitze als nur Umgebungstemperatur. Aber wenn das mit Lava geht, wäre das natürlich super. Dann könnte man sich die Advanced-Version sparen, weil die ist auch teuer. Da braucht man viermal, ich glaube viermal so Advanced Solarpaneele, die was man da oben dann draufschnallen muss. Statt diesen Eckblöcken, glaube ich. Schauen wir mal. Was haben wir da jetzt? 302 Kelvin. Das hat nicht wirklich was gebracht. Nur immer 302 Kelvin. Schade, das scheint keinen Unterschied zu machen. Das heißt, das Ding wird so nicht schneller werden, außer wir machen halt irgendwie die Advanced-Version. Was man sich vielleicht überlegen sollten. Das ist zwar teuer, aber dafür geht halt auch was weiter. Aber das ist halt echt schwach. Jetzt haben wir noch nicht einmal einen Kübel voll Brine. Da sind wir fertig, wunderbar. Dann kümmern wir uns jetzt um diese Bins. So, da. Fünfmal Cobblestone, zwei Redstone und einen Circuit. Dafür brauchen wir halt Osmium. Cobblestone, Redstone, 1-2 und 1 für den Circuit. Und dann werden wir auch gleich mal mehr Osmium machen, weil wir haben ja nicht mehr wirklich was. So, sollte durch drei teilbar sein. Okay, das ist interessant. Rup. Okay. Könnte sein, dass es da trotzdem voll wird. Die Frage, wo ist die Truhe? Da. Da
kommt mal alles andere davon hinein. Sind wir jetzt hier wirklich voll? Okay, so kriege ich das wieder raus. Na wunderbar. Sind ganz gut die Dinger, wenn man viel Stauraum braucht. Und was steht da? Der hält bis zu 4096. Das Ding ist ein bisschen über die Hälfte voll. Aber da gibt es ja noch mehr. Warte, wir haben ja hier noch was. Noch mehr. So, haben wir den Circuit nicht mit... Achso, doch, das ist... Blödsinn, haben wir ja schon gecraftet. Osmium wollten wir machen. 27 haben wir dann wieder. Sehr schön. Okay, Electrolytic Separator ist dann das nächste. Frage ich mal, vielleicht so eine Pumpe einfach dann brauchen, um das rauszupumpen. Keine Ahnung. Der ist auch vom Mechanism. Vielleicht brauchen wir das, keine Ahnung. Der Electrolytic Separator ist... Wo ist der? Beziehungsweise, genau, die bräuchten wir zum Beispiel dann für den Advanced Evaporation Plant. Das ist allerdings, sieht man ja, ziemlich teuer. Aber vielleicht machen wir das. Mal schauen. Das wäre auch interessant, ha? Ist aber ganz schön teuer. Da brauchen wir auch ein paar Diamanten dafür. Naja, gibt's da nicht irgendwie so ein Seismic irgendwas? Seismic Vibrator? Vielleicht wäre das interessant. Können wir uns auch leisten? Brauchen wir Zinn? Gut, haben wir... Wir haben ein bisschen Zinn, aber wie viel brauchen wir davon? Okay, haben wir, passt. 5 brauchen wir. Dann brauchen wir Steel Casing, das kriegen wir hin. Also nicht so. Wir müssen schon richtig machen. Lapis Lazuli und 2 Circuits. Lapis Lazuli haben wir ja. Brauchen wir 1. Dann brauchen wir 2 Circuits. Steel Casing, das muss ich anschauen. Ein Osmium und 4 Glas brauchen wir dafür. Okay. Osmium haben wir aber gerade nicht. Das ist blöd. Ah, bei der Vervierfachung kriegen wir dann diese Kristalle, glaube ich. Na genau, die Shards kriegen wir. Aber es ist okay, die kommen ja von den Kristallen. Gut. Okay. Dann ist es wohl doch so, dann kriegen wir die Kristalle, die machen wir zu Shards, die kommen dann glaube ich wieder in den Crusher oder so. Eins, zwei, drei, vier. Das hätten wir und den hätten wir jetzt auch. Frage ich mir nur, wie genau funktioniert der. Er braucht auf jeden Fall Strom. Der gibt uns dann wohl Infos über den aktuellen Junk. Ist die Frage, macht er das genau auf unserer Höhe oder ist es egal? Und wie schaut es eigentlich mit unseren Kabeln aus? Okay, 3 haben wir noch, da werden wir bald wieder welche craften müssen, leider. Okay. Wo hat der den Anschluss? Da. Okay. Jetzt muss ich den richtig platzieren. Okay, da sind wir auf der gegenüberliegenden Seite. Okay. Jetzt arbeitet der.
Braucht nicht allzu viel Power. Bin gespannt, wann wir da Infos bekommen. Brauche ich da noch irgendwas dazu? Ich glaube, das muss ich dann googeln. Ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen Zeit ist noch, dass der sich beweisen kann. Kann gut sein, dass wir da vielleicht noch irgendwas weiteres brauchen. Bio, was kann der? Burns organic materials of the world. Das wäre vielleicht auch interessant. Biofuel. Wow. Okay. Sollte man sich auch anschauen, was der so kann. Also momentan ist Energie kein Problem, es kann sich aber jederzeit wieder ändern. Auch wenn es jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so sein wird. Jetzt erstmal keine Sorgen. Ja, bis jetzt haben wir da noch keinerlei Infos. Ja, da wird es so langsam. Jetzt ist noch die Frage, wie wir das hier rausbekommen. Empty tanks with Pipette. Ah, mit der Pipette können wir das machen. Was tust du? Will Infos. Ja schön, ich weiß schon, welchen Junk wir sind, aber das hilft mir noch nicht. Kann man hier irgendwas finden? Walkie-talkie. Dictionary. Aha. Hm. Das machen wir mal. Schauen wir mal, ob uns das irgendwas weiterhilft. So, Ingame-Wiki wäre auch cool, ja. So, es verbraucht da Energie und wir wissen nicht mal, ob das irgendwas bringt. Rennen die Generatoren eigentlich noch? Nope, die sind schon wieder out of order. Bücher haben wir ja mittlerweile auch schon jede Menge, die das wir aus dem Dorf mitgenommen haben. Ja, was kann das Ding? Stone. Großartig. Okay, das war vielleicht... Na toll. Ah, verdammt. Das war mal komplett unnötig. Hätten wir das auch. Crafting Formula. Seismic Radar. A portable machine uses seismic vibration to provide information. Ist das das Gegenstück zu dem, was man braucht? Man steht bei beiden das gleiche. Uses Vibrations, ne? Aber brauche ich das Ding, dass ich mit den anderen was tun kann? Oder wie ist das? Network Reader. Walkie-talkie. Steam Bucket, aha. Wie soll ich einen Steam in einen Eimer füllen? Dabei hat man Energy Tablet und boah, 7 Stahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber vielleicht kann uns das irgendwie sagen, wo wir Diamanten finden. Ein Lapislazuli und ein Energy Tablet. Dafür brauchen wir 3 Gold,
2 Enriched Alloys und 4 Redstone, das heißt das hier. 4 Redstone und 2 Alloys. Dann brauchen wir das Gold. Und dann brauchen wir Eisen. Aber vielleicht haben wir jetzt schon Informationen. Nein, haben wir nicht. Verdammt. Ja, ausprobieren. Einfach ausprobieren. Das sind ja Gott sei Dank nicht allzu viele Ressourcen, die dabei draufgehen. Da ist schon jede Menge Wasser drin. Dann sieht man das auch dann irgendwie. Verdammt, jetzt haben wir keine Möglichkeit mehr da reinzuschauen. Sollte man irgendeine Leiter oder was dabei lassen. Not enough energy to interpret vibrations. Dann laden wir das Ding halt einmal auf. Aber ich schätze mal, das ist das Gegenstück, was wir brauchen. Torch. Gold. Okay. Das ist vielleicht doch hilfreich, das Ding. Da könnte man wirklich unter Umständen was finden. Unable to discover any vibrations. Na toll, das heißt, das Ding hat eine recht geringe Reichweite auch noch. Und das sagt auch wirklich, was da ist. Hoppla. Hä? Wie ging das jetzt gerade? Aber damit irgendwas zu finden, ist natürlich auch äußerst schwer, weil da müsste alles jetzt da durchgehen und das auch nur in einem relativ kleinen Bereich. Wo man sagen könnte, naja, okay, gibt's hier jetzt jemand oder nicht. Ich hätte das gern eher, dass man einen größeren Bereich gleich auf einmal scannt und der halt dann sagt, ja, okay, da sind, da gibt's das und das und das ungefähr. Warum? Achso, da geht's, jetzt geht's wieder. Geht's wieder nicht. Eisen ist da unten. Redstone. Ja, ist jetzt nicht sonderlich hilfreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, da unten ist Redstone. Hält sich der Nutzen jetzt schon in Grenzen, leider, aber das, den muss man dauernd aufstellen, dann muss man den irgendwie mit Energie versorgen, das heißt, man braucht so einen Energiespeicher mit. Oh Mann. Und da wieder keine Vibrations. Aus welchem Grund auch immer. Tschö. Na gut, Freunde, das war's aber mal wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.